Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir sind in Fallbrook auf dem gefährlichen Planeten Monarch und wir wollen jetzt hier mit Duncan sprechen und vielleicht das eine oder andere Datenmodul kaufen. Hallo Duncan! Warst du beim Friseur? I'm famished myself. No rubbernecking. Make a buy or move on. Handeln wir? Also Catherine meinte, du könntest mir einen Ausweis für die C&P-Fabrik geben. Oh ja, das wäre gut. Dann würden wir da endlich reinkommen und könnten die Aufgabe mit den Borst-Schweinen auch erledigen. Kannst du mir den Ausweis geben? Not so fast. My biometric IDs are special goods. Only on offer to special clients. You cotton? Ja, alles außer Capito. Überzeugen 54, nein 45. Also ich würde behaupten, die Tatsache, dass Catherine Malin mich geschickt hat, sollte mich besonders genug machen. Oder wir können lügen. Das Geheimnis deiner illegalen Geschäfte ist bei mir sicher. Ehrenwort. Einschüchtern können wir ihn außerdem Muskeln spielen lassen. Überprüf nochmal die Liste. Und vielleicht ein andermal, vergiss es, kein Interesse. Wir überzeugen ihn. Ja, wenn Catherine mich geschickt hat, dann sollte das wohl reichen, oder? She needs it for a job? Well, why didn't you say so? Reckoned you asked her where to best procure one and she obligingly pointed you my way. Give me a jiffy to break. I mean, calibrate the ID. This goes like that. Nope, not quite right. A bit to the left, mayhaps. That'll do it. For a C&P factory line worker, she sure is a beauty. Mm-hmm. Careful. I'm trusting you to guard this specialty good with your life. I mean it. Lose the ID and you don't get another. Also, you'll be off my list of unwholesome customers. Will that be all, or do you require something to, say, scratch your itch? Ja, ich denke schon, handeln wir mal. Oh, er verkauft auch schöne Kleidung. Was kann die denn? Nahkampfwaffen? Plus 5 Fertigkeiten, Nahkampfwaffen und Fertigkeiten, Führungsfertigkeiten. Mhm, in grün. Das haben wir, glaube ich, nur in weiß. Fernkampfwaffen, Fertigkeiten plus 5. Und hier eine schicke Augenklappe. Inspiration plus 5. Das war's dann schon. Das andere sind alles Dialogfertigkeiten hier, ja? Dialog. Dialog, nichts Besonderes. Gut, das ist aber nicht das. Das suchen wir gar nicht. Keine Teleritos für uns. Oh, ihr seid zu mir hier. Das hier suchen wir eigentlich auch nicht. Hier haben wir nochmal den Rucksack. Auch 20 Kilo passen da rein. Kinetisch, hier eine Panzerung. Das wäre, immer wenn ich das sehe, denke ich mir, das wäre nicht schlecht. Hey, du hast ja nur Diplomatenausrüstung. Wow, das wäre gut. Führungsfertigkeiten plus 10. Ja, hey, du hast ja nur hier Mods für Rüstungsteile. Sprunginjektoren haben wir auch noch nicht ausprobiert. Chronofeldaggregator. Wir werden auch gar nicht dazu kommen, glaube ich, das auszuprobieren, oder? Wir haben unsere Rüstung jetzt zusammengestellt, so wie wir es mögen. Ja, aber ausprobieren müssen wir alles mal. Wir haben noch so viele Waffen, die wir ausprobieren wollten. Chronofeldaggregator. Ein Gerät. Ah, okay. Kennen wir alles. Und die Dietriche kaufen wir mal, obwohl wir es eigentlich gar nicht mehr müssten. Wir haben schon genug gesammelt davon. Aber irgendwie ganz genau, hier hat das doch. Warum haben wir das damals nicht sofort gekauft? Wahrscheinlich, weil wir zu wenig Bits hatten. Supplied Datapad von Rizzo. Das persönliche Datapad eines Supplied-Dienstleisters. Wenn ein Supplied-Dienstleister bei Erfüllung seines Dienstes ums Leben kommt, verkaufen seine extrem unsentimentalen Kollegen auch noch sein letztes Hab und Gut. Alles im Namen der Profitgier. Das könnte erklären, warum die meisten Sublight-Dienstleister lieber alleine arbeiten. Es ist nicht einfach, eine Partnerschaft mit jemandem einzugehen, der ständig darüber nachdenkt, wie viel dein Leichnam gerade wert wäre. Das kaufen wir. Supplied Datapad. Dieses Datapad enthält das persönliche Tagebuch von Mercer Cole, einem unbedeutenden Supplied-Dienstleister. In den meisten Einträgen beschwert er sich über seine faulen Kollegen oder die mies bezahlten Aufträge.
Im letzten Eintrag steht Folgendes. Ach, ich kann nicht glauben, dass wir Scheiß à la Vitae Gas in einem eingemotteten Rätsellabor im Dustbag gefunden haben. La Vita? Oh, La Vita? Ach, mir egal, wie es geschrieben wird, ist jedenfalls scheiße viel wert. Was für ein Volltrottel macht denn sowas bitte? Was für ein Volltrottel macht denn aus sowas bitte Süßigkeiten? Sieht aus, als ob die gute Gertie diesmal den richtigen Riecher hatte. Nicht, dass ich ihr das je sagen würde, aber der kleinsten Kritik geht die Alte ja gleich voll an die Decke bei der kleinsten Kritik. Wir können das Zeug gar nicht abtransportieren, werden wohl ein Schiff brauchen, um's vom Planeten zu schmuggeln. Lilia Hagen soll ein Team schicken, jawoll. Mrs. Malin kriegt das in Fallbrook niemals auf die Reihe. Bin gerade dabei, Remy mit dem Pale Kale Ale abzufüllen, auf das er so steht. Wenn ich ihn richtig schön besoffen mach, verrät er mir bestimmt das Passwort für die Bude. Hab mal ein bisschen rumgeschnüffelt, wäre er und Gertie das Allerwittergas getestet, während die beiden das getestet haben, hab ich rumgeschnüffelt. Hab einen alten Aufzugsschacht entgefunden, den einer von den Eierköpfen in einem Versteck für so eine schicke Waffe umgebaut hat. Oh, die Knarre bringt mir bestimmt einen ordentlichen Haufen Zaster ein, wenn ich sie mir später hole. Ach, der gute Mercer wird schon bald ein edler Einwohner von Pesantium sein. Da kannst du Gift draufnehmen. Remy und Gertie dürfen bloß keinen Wind davon kriegen. Gertie wird total durchdrehen und verlangen, dass wir den Gewinn teilen. Remy? Naja, der wird mich wahrscheinlich einfach abmurksen und alles für sich behalten. Eine Wissenschaftswaffe. Wir haben einen neuen Auftrag. Wir haben zwei neue Aufträge, die wir jetzt machen können. Bring die Wissenschaftswaffe aus dem verlassenen Labor an dich. Und unser Tagebuch sagt Folgendes dazu. Und das wäre dieser Eintrag hier. Bring die Wissenschaftswaffe aus dem verlassenen Labor an dich. Duncan in Fellbrook hat dir ein Databett verkauft von einem Team. Bei der Auskundschaftung des verlassenen Labors in Cascadia wurde es verwendet. Der ehemalige Besitzer hat nicht überlebt, aber einer seiner Einträge erwähnt eine begehrenswerte Waffe. Cascadia also. Schon wieder in dieses verlassene Labor? Na, das ist ja jetzt nicht so das Problem. Gucken wir noch mal ganz kurz zum Schlatthof hier. Das ist nämlich ganz genau die C&P-Fabrik. Da kommen wir jetzt endlich rein, dann können wir damit weitermachen. Und dann geht's vielleicht zu neuen Planeten. Und wir holen uns aber erstmal die Waffe. In Cascadia ist ja nicht viel los. Wir waren vor kurzem erst da, da können wir hinfliegen. Das wäre aber eigentlich Quatsch, oder? Wir sind jetzt hier, dann fliegen wir wieder zurück nach Fallbrook. Dann fliegen wir noch nach Stella Bay, um dort einkaufen gehen zu können. Ja, und dann sind wir ja fertig mit Monarch, denke ich. Wir machen das jetzt aber so. Ich bin jetzt auf diese Wissenschaftswaffe erstmal scharf. Also fliegen wir erstmal rüber. Kostet ja jetzt keinen Sprit im Moment. Glaube ich. Wir können auch hinlaufen. Ja, könnten wir. Muss aber nicht sein. Wir müssen sowieso unseren Krempel abladen. Also passt das schon. Oh, das hat sie aber nett gesagt. Und wir wollen ein bisschen was abladen. Wir schmeißen den ganzen Krempel erstmal einfach hier rein. Sortieren können wir später. Oh, die reparieren wir vielleicht gleich mal, bevor wir sie da reinschmeißen, damit wir es nicht vergessen. Boah, zum Auseinandernehmen haben wir einiges.
Technik 5, da haben wir doch Technik 15, haben wir doch irgendwas dabei. Was war denn das? Hm? Das hier? Medizin 5? Das hier? Schleichen 5? Oh, Verkaufen, Führungsfertigkeiten. Da passen aber keine Modifikationen drauf. Was? Technik 5? Wo war denn das? Wir hatten eine mit Technik 15. Ja, wenn wir so durchgucken, dann finden wir das nie. Was war das gerade eigentlich mit Hacken? Schlossknacken? Medizin? Nahkampf? Warum tragen wir das eigentlich mit uns rum hier? Schleichen 5? Technik 5? Ach, das haben wir hier im Spind gelassen. Jetzt weiß ich, okay. Ach so, alle. Wir brauchen keine hohe Kante mehr, glaube ich. Naja, da sind noch große Planeten und der Gefängnisplanet liegen noch vor uns. Also, vielleicht doch. Vor allem brauchen wir Bits, um weiter tüfteln zu können. Erstmal, unsere Waffen sind wichtig. Modifizieren brauchen wir im Moment nichts. Ist doch auch alles modifiziert. Ah, jetzt richtet sich schon den doppelten Schaden an. Sehr schön. Ach, viel zu teuer. Wir sind zu geizig zum Tüfteln. Hier ist sie doch. Ach, die tragen wir die ganze Zeit? Ja, dann ist es doch gar kein Wunder, dass wir niemanden überzeugen konnten so richtig. Dass das so mies gelaufen ist. Wir müssen noch den Zylinder tragen. Warum tragen wir das Ding denn die ganze Zeit? Das ist doch nicht richtig. Dann können wir die Technik-Dinger wegtun. Ich sag ja immer, wir probieren die ganzen Waffen noch aus. Aber zum einen sind das so viele mittlerweile geworden. Zum anderen, wann wollen wir die ausprobieren und wo? So wird das nämlich gemacht jetzt. Wir müssen uns auch immer schön umziehen. Das geht so nicht weiter mit uns. Auf nach Cascadia, sag ich mal. We're in orbit over Cascadia, Captain. Genau, die beiden nehmen wir wieder mit. Das passt schon. You ever been off Monarch, Miyoka? Before you met the captain, I mean. Nah, I mostly just drank and hunted. Soon as you stop to dream of other things, that'll be the day something sneaks up and eats you. Don't fret. I'm watching your back now. Anything tries to eat us, I'll give it a mighty whack on the nose. Well, I'll be damned. You watch my back, I'll watch yours. Parvati ist aber voll nett, finde ich. Ja, wir wissen doch, zu welchem Labor sie uns jetzt schicken. Das hätten wir auch sofort machen können, hätten wir das Datapad vorher gekauft. Oh, wir haben die Tür einfach aufgelassen.
Warum? Wir haben doch alles durchsucht. Warum haben wir die Waffe denn nicht gefunden? Nein! Das ist doch nicht richtig, jetzt ehrlich? Da oben. Na dann mal rein, oder? Das ist dein Aufzug hier. Ach, guck an. Wie konnten wir denn das übersehen? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ruhe! Das sagt man, wenn man da merkt im Flug, dass man falsch gesprungen ist. Oh, oh, okay, ich verstehe. Das war sein letztes Wort. Naja, sein letztes Geräusch, das er von sich gegeben hat. Das ging aber ganz schön weit runter. Das Geräusch war auch nicht besser jetzt. Uff. Ja, wir haben was gefunden. Hier hat er sich versteckt. Ein gutes Versteck. Und zu essen und zu trinken hat er auch dabei gehabt. Wir haben gefunden. Die Gedankenkontrollstrahlen. Pistole, Gewehr, Apparat, Maschine. Auftrag abgeschlossen. Das war interessant. Okay. Wir haben das hier gefunden. Gedankenkontrollstrahl. Hersteller unbekannt. Schaden pro Sekunde 76. Stufe 19 Fertigkeit. Langwaffen. Schaden 38. Magazingröße 30. Energie. Spezialeffekt Taumeln. Wissenschaftswaffe. Durch ein falsch abgeheftetes Formular wurde eine Marketing-Forschungsgruppe in ein geheimes Waffenlabor versetzt. Die Gruppe verbrachte Monate damit, ihre neuesten Werbejingles in fortgeschrittene Waffen einzubauen und entwickelte so den Gedankenkontrollstrahl. Nachdem der bürokratische Fehler bemerkt worden war, wurde die Anlage geschlossen und das gesamte Personal an die abgelegensten Außenposten versetzt, die die Konzernleitung finden konnte. Verkaufserlös 875 Bits. Gewicht 3 Kilogramm. Das ist schwer. Zustand 100%. Aber was kann die Waffe? Das ist ja die Frage. Erstmal nicht sehr viel Schaden anrichten. Wir werden es ausprobieren. Oh, Moment. Für das Thumbnail, so sieht die Waffe aus. Erinnert mich nicht weniger an Futurama irgendwie. Das ist doch ein schönes Bild. Ja, damit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Und hier steht aber noch etwas.
Hersteller unbekannt, Gedankenkontrollstahl, Strahl. Jetzt finden wir noch heraus, was die Waffe so kann. Der sehr treffend benannte Gedankenkontrollstrahl feuert einen kontinuierlichen Strahl auf Ziele der synaptischen Nerven von und Robotereinheiten Verhaltensprotokolle überschreibt, sodass Ziele auf ihre Verbündeten statt auf Gegner feuern. Die Erhöhung deiner Wissenschaftsfertigkeit verbessert Lauf- und Angriffstempo der so kontrollierten. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.